So Dani, Sieger vom Sprint, dein China. Wie ist der Gang jetzt? Alles ist super gelaufen. Gut, die Quali war heute ein bisschen easy, man hat sich eigentlich nur qualifizieren müssen. Das Halbfinale war dann richtig stressig, ich habe leider einen Ski verloren in der Tragepassage, ich habe ein bisschen Hektik gekriegt. Und im Finale habe ich genau gewusst, der Toni ist richtig stark drauf momentan, aber er ist nicht unschlagbar. Ich habe eine gute Sprintform im Moment und die Wechsel passen super. Und so bin ich in der Tragepassage eingeholt, Abfahrt war dann, ja, war eh schon alles klar und so darf ich heute meinen ersten Weltcupsieg feiern, ersten Weltcupsieg bei den Seniors für Österreich. Jawohl, herzliche Gratulation. Dankeschön.